Hallo, heute will ich euch zeigen, wie man ein Kursnotizbuch erstellt. Das ist vor allem für die Hausübungen aus Mathematik ein sehr feines Tool. Im Kanal Allgemein klicke ich auf Kursnotizbuch und hier steht: Stellen Sie Ihren Schülern einen privaten Bereich für Notizen und einen Zeichenbereich für die Zusammenarbeit bereit. Ein OneNote-Kursnotizbuch einrichten. Hier wählt man immer aus vorhandenem Notizbuchinhalt, auch wenn man noch kein einziges erstellt hat, weil dann auch ein Lehrerteil dabei ist. Wie man hier sieht, gliedert sich dieses Notizbuch, das eine OneNote-Applikation ist, in vier Teile: Platz zur Zusammenarbeit, eine Inhaltsbibliothek, ein Abschnitt nur für Lehrer und die Studenten, also die Schülernotizbücher. Platz zur Zusammenarbeit kann man zusammenarbeiten, wie der Name schon sagt. Inhaltsbibliothek können nur die Lehrer ihre Unterlagen hochladen, die Schüler können diese nicht bearbeiten. Abschnitt für die Lehrer ist für die Schüler gar nicht sichtbar. Hier kann man zum Beispiel Vorbereitungen oder Beurteilungsraster reinstellen und eben die Schülernotizbücher. Ich klicke mal weiter. Und hier kann man noch den Inhalt auswählen, den Sie in dieses Notizbuch kopieren möchten. Das kann ich alles später auch noch erledigen. Ich klicke auf Weiter. Und hier steht: Richten Sie die Abschnitte im privaten Bereich jedes Schülers ein. Hier sind vier vorgegeben: Handouts, Kursnotizen, Hausaufgaben, Quizfragen. Ich klicke hier alles einmal weg, bis auf die Hausaufgaben. Jeden Abschnitt kann ich natürlich später mit anderen Namen auch noch dazufügen. Und ich gehe auf Kursbuch erstellen. Das Kursbuch wird jetzt erstellt. Das Notizbuch ist jetzt fertig. Hier kommen wir auf die Willkommensseite. Kann man alles noch einmal durchlesen, wozu welcher Abschnitt dient. Ich gehe gleich auf diesen Teil. Hier sehen wir die Struktur. Man kann sich das Ganze vorstellen. Das ist ja eine OneNote-Applikation wie einen Ordner mit der bunten Einlageseiten, also Registerkarten. Und zu jeder Registerkarten kann man auch noch Seiten hinzufügen. Registerkarten-Inhaltsbibliothek ist also nur für Lehrer bearbeitbar. Schüler können das aber einsehen, aber eben nicht bearbeiten. Nur für Lehrer. Diesen Abschnitt sehen die Schüler eben gar nicht. Platz für die Zusammenarbeit. Und hier sind die einzelnen Schülernotizbücher. Ich als Lehrer sehe natürlich alle, die Schüler sehen nur ihre eigene. In die Inhaltsbibliothek füge ich meistens meine Tafelbilder dazu. Ich wähle hier einen neuen Abschnitt und zwar gehe ich hier auf Rechtsklick und wähle Abschnitt, mache halt neuer Abschnitt und gebe hier ein 01 Wiederholung aus der dritten Klasse. Ich benenne diese Abschnitte so wie meine Kanalnamen. Ich habe jetzt so meine drei Kanäle, die ich bisher habe, auch in der Inhaltsbibliothek abgebildet. 01 Wiederholung aus der dritten Klasse, 02 Prozentrechnung, 03 Pythagoras. Ich gehe jetzt einmal auf den dritten Abschnitt Pythagoras und hier sieht man eine unbenannte Seite. Sobald ich hier in das weiße Blatt was reinschreibe, zum Beispiel BLS Einführung, wird diese Seite auch so benannt. Ich kann diese Überschrift natürlich auch formatieren. Sobald ich reinklicke, öffnet sich das Blatt alleine. Hier kann ich natürlich alle möglichen Formatierungen, ähnlich wie in Word, auch vornehmen. Jetzt will ich ein Tafelbild von mir einfügen. Ich gehe auf Einfügen, ich gehe auf Bild, aus Datei, Datei auswählen und hier habe ich schon Tafelbilder vorbereitet, die ich da benötige. Wir nehmen das einfügen, gehe hier auf Öffnen und Einfügen. Und dieses Tafelbild, das ich mir vorbereitet habe, fügt sich hier ein. Das kann ich natürlich auch vergrößern. Wenn ich jetzt eine interaktive Tafel hätte in der Klasse, kann ich darauf auch ganz normal arbeiten und ganz normal schreiben. Ich gehe einfach auf Zeichnen, ich gehe auf eine Farbe. Kann mir natürlich auch eine andere Farbe auswählen, die Linienstärke und kann die mit einem Stift einfach reinschreiben. Ich mache das jetzt mit der Maus. Natürlich ist es eleganter, wenn ich es im Klassenraum mit dem Stift mache. Man kann sich jetzt, glaube ich, schon vorstellen.
Und das ist automatisch auch gespeichert. Ich wähle mir hier jetzt noch einmal, ich gehe auf den Pfeil, dann sehe ich noch einmal die ganze Struktur. Die Schüler hätten jetzt in der Inhaltsbibliothek, wenn sie auf 03 Pythagoras klicken, diese Seite auch zur Verfügung. Wenn sie zu Hause in ihr Kursnotizbuch schauen, dann hätten sie dieses Tafelbild abgebildet und können jederzeit darauf zugreifen.